Wir können uns das hier jetzt auf einer größeren Ebene angucken, nämlich auf der EU-Ebene, wo eben die einzelnen Staaten sich in der EU zusammenkommen und ein ähnliches System haben, wo es Parallelen gibt, aber das auch sehr, sehr anders ist, als das hier in Deutschland läuft. Das Demokratieverständnis auf der EU-Ebene, schwierig. Wie funktioniert das Ganze eigentlich auf EU-Ebene? Das ist ja das, was jetzt am Sonntag mit den EU-Wahlen ansteht. Und was für einen großen Einfluss hat eigentlich unsere Stimme bei der EU-Wahl? Hier in Deutschland, in unserem System, hat sie einen relativ großen Einfluss. Also sowohl hier als auch der Bundestag, der ja bei allen Ebenen irgendwie was mitwählt und mitbestimmt, ne? Also die direkte Wahl des Volkes und die ihren Gesetzgeber im Grunde wählt. Dadurch ist unsere Stimme relativ mächtig in unserem Land. Auf EU-Ebene ist das nicht unbedingt so. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Wir nehmen erstmal hier den Wähler. Also du, derjenige, der am Sonntag seine Stimme irgendwie bei der EU-Wahl abgeben möchte. Du wählst, um das nochmal in Schnellfassung zu machen, bei uns im Land erstmal ja bei der Bundestagswahl den Bundestag. So, deinen direkten Gesetzgeber. Dieser wählt halt den Bundeskanzler. Der Bundeskanzler bestimmt die Minister, also die Regierung für bestimmte Bereiche und so. Und diese Minister, die sitzen dann im EU-Rat. Okay, das heißt, unsere Minister, zum Beispiel, keine Ahnung, Volker Wissing, Verkehrsminister, Lisa Paus, die Familienministerin, halt vom Bundestag dann gewählt wurden und vom Bundeskanzler vorgeschlagen, also im Endeffekt bestimmt wurden, wer zu wählen ist, die sitzen dann im EU-Rat. So, hier kommt die erste Schwierigkeit bei der EU. Es gibt ja nicht nur Deutschland, sondern es gibt 27 Staaten, die das Gleiche bei allen machen. So, ne? Jedes Land wählt halt in ihrem System Vertreter, Minister der Regierung, die dann alle in der I im EU-Rat sitzen. Das heißt, du hast da schon nicht mehr den komplett unmittelbar oder komplett direkten Einfluss mit deiner Wahl. Okay, was macht der EU-Rat? Der EU-Rat, der wählt die EU-Kommission. Das kann man ein bisschen vergleichen, wie er wählt auf seiner Ebene, wenn der EU-Rat im Grunde die Ländervertretung ist. Also die Landtag wählt der Landtag im Grunde die Regierung, die am Ende über die Staaten steht. Weil die EU-Kommission, die kann dann nämlich Gesetze vorschlagen. Die werden dann auf EU-Ebene meistens Rechtsakte genannt. Und da gibt es verschiedene Rechtsverordnungen zum Beispiel. Die muss man im Land durchsetzen. Richtlinien, wo man Gesetze frei entscheiden kann, die aber ein Ziel erreichen sollen, solche Geschichten. Und der EU-Rat stimmt dann über diese Gesetze ab. Das bedeutet, wir haben hier einen Ministerrat, so der den Gesetzgeber wählt und die gemeinsam stimmen dann halt Gesetze ab. Der Wähler hat hier also nicht unmittelbar den direkten Einfluss auf die Gesetze, die dann am Ende entstehen, so wie bei uns im Bundestag. Sondern bis hier der Wille auf den verschiedenen Ebenen irgendwie eines Volkes oder eines Wählers durchkommt, sind so viele Ebenen, die halt auf so vielen Ebenen auch angreifbar und veränderbar sind und so viele Kompromisse, die da auf diesem Weg geschlossen werden müssen, dass man sich halt echt fragen kann, inwiefern ist dann hier in der Gesetzgebung der Wille des Wählers oder des Volkes oder der Staatsvölker in der EU eigentlich noch vertreten. So, dann gibt es auf EU-Ebene natürlich auch einen Gerichtshof. Also das Äquivalent ein bisschen zum Bundesverfassungsgericht. Es gibt auch so eine Art Verfassung in der EU. Die wurde mehrmals auch verändert und so weiter. Da geht es vor allem aber um die Einhaltung der Marktregeln und sowas. Es gibt einen Europäischen Gerichtshof und der überwacht eben, ob diese Rechtsakte mit Menschenrechten zum Beispiel übereinstimmen und ob die in der Regierung oder in der Gesetzgebung der Länder EU-konform im Prinzip durchgesetzt oder gemacht werden, die Gesetze. Also der kann dann auch klagen gegen einzelne Länder zum Beispiel und sagen, ey, euer Gesetz da, das ist irgendwie nicht EU-konform, so wie wir das bestimmt haben. So, das heißt, da gibt es auch ein Gericht. Und jetzt, wenn das hier jetzt der Bundesrat im Grunde auf der EU-Ebene ist, also die Vertretungen der einzelnen Mitgliedsländer. Und hier, das hier die Regierungsäquivalent im Grunde ist, die halt aber irgendwie legislative Aufgaben, also gesetzgebende Aufgaben, mit übernehmen. Und hier den Bundesverfassungsgerichtsäquivalent, dann fehlt ja im Grunde noch eine Sache. Welche ist das? Wenn wir den, den und den haben, fehlt uns natürlich das Parlament. Wo
ist also hier in dem Ganzen das Parlament. Die Gesetze werden halt nicht so direkt vom Wähler mitbestimmt. Es gibt das EU-Parlament und das wird auch gewählt von uns. Das heißt, wir haben mit unserer EU-Wahlstimme, im Grunde können wir das EU-Parlament wählen. Jetzt kommt aber das große Problem am EU-Parlament. Erstens wählen wir Vertreter gemeinsam insgesamt mit 27 Ländern. Das heißt, du hast da aus den verschiedensten Parteien, ne? Jedes Land hat ja ebenfalls seine Parteien, die im Spektrum links bis rechts irgendwie da sind. Und jedes Land hat dann ihre Vertreter, die dann alle im EU-Parlament zusammenkommen. Knapp 700 Stimmen. Und die, ähnlich wie beim Bundestag, müssen sich dann in Fraktionen irgendwie zusammentun, damit die einigermaßen geordnet irgendwie oder einigermaßen in eine bestimmte Richtung mitwirken können. Das heißt, im EU-Parlament gibt es vor allem halt Fraktionen aus Leuten, die dann ebenfalls aus verschiedensten Parteien kommen, sind aber relativ ähnlich wie das, also von der Verteilung, wie das bei uns im Bundestag zum Beispiel ist. Also hier gibt es halt die Linken, hier Sozialdemokraten, hier gibt es so die Grünen, ne, die, so ein bisschen die grünen Liberalen, dann gibt es hier reformistische Liberale, könnte man sagen. Hier gibt es sowas wie die Konservativen und hier gibt es die Rechtsradikalen und hier halt so die sonstigen. So. Es ist halt ähnliche Dinger, aber hier sind die ist diese ganze Fraktionsgeschichte nochmal ein bisschen wichtiger oder sieht man direkter als beim Bundestag. Okay, das heißt, wir wählen da Leute hinein, die sich in Fraktionen erstmal zusammentun müssen. Und welche Aufgaben kann denn jetzt die Leute, die wir von dem ganzen Ding tatsächlich direkt wählen, eigentlich übernehmen? Das erste wäre, die wählen Abgeordnete, die ihnen von der Kommission vorgeschlagen werden. So, das heißt, da sinkt schon der Einfluss im Prinzip deiner Stimme. Die können auch, also das EU-Parlament kann auch neue Gesetze vorschlagen. Aber nur, wenn die EU-Kommission Bock drauf hat. Das heißt, die können einfach sagen, so bitte, habt ihr Bock irgendwie dieses eine Gesetz, was irgendwie ganz nett wäre für unsere Wähler, irgendwie, könnt ihr das durchsetzen oder nicht? Und die können auch einfach sagen, so, nee, haben wir keinen Bock drauf. So, und dann geht das halt Gesetz halt nicht durch. So, das heißt, die können hier, haben die nur so eine Art, also fast schon beratende Funktion, vor allem, weil man dann diese Zwischenstation eigentlich gar nicht bräuchte. Der bessere Weg wäre dann wenigstens, dass sie direktes machen. Das ist dann eher sowas wie ein stellvertretendes Wählen oder irgendwie so, über Gesetze. So als wäre zwischen dem Bundestag und dem Volk, bei uns im Land irgendwie nochmal eine Ebene zwischengestellt oder so. Außerdem, können die Änderungen an Gesetzen vorschlagen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, der EU-Rat und Kommission sagen, es dürfen keine Plastik-Strohhalme mehr im ganzen Land benutzt werden oder jetzt muss Einweg-Zeugs irgendwie durchgebracht werden, bei McDonald's oder solchen Geschichten. Dann können die vorschlagen, yo, kann man das nicht irgendwie noch ein bisschen ändern, noch ein bisschen strenger machen oder so. Und dafür brauchen die aber trotzdem die Zustimmung sowohl vom Rat als auch von der Kommission. Die können also im Grunde nicht mal die Gesetze irgendwie verändern. Selbstständig hier im EU-Parlament. Und jetzt kommt, wenn das hier schon relativ wenig Einfluss ist und auch relativ undurchsichtig, so ein bisschen, wer stimmt über was ab, wer hat wirklich irgendwie die gesetzgebende Funktion und so, dann kommt jetzt noch ein Ding dazu, nämlich bevor überhaupt Gesetze von der EU-Kommission vorgeschlagen werden, gibt es sowas wie ein informelles, chilliges Treffen in ein paar Hinterkammern bei leckerem Kaffee und vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein paar Leuten, die vorher ein paar gute Gespräche mit Chefs von bestimmten Firmen geredet haben. Es gibt so eine Art Trilog. Den Trilog, den gibt es eigentlich gar nicht, sondern es ist so ein informelles Treffen von drei Ebenen, wo Leute schon vorab irgendwie über bestimmte Gesetze quatschen und dann werden diese Dinge im Prinzip Vorschläge oder die Abstimmung und sowas, das ist dann nur noch der formelle Akt zu dem, was sowieso im Trilog abgesprochen wird, so ein bisschen. Ganz, ganz sass, was hier in diesem Ding hier teilweise irgendwie besprochen wird und wie das, welchen Einfluss das dann dann nach außen hin hat. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir haben keinen Bock darauf. Wir ändern das. Wie wär's,
wenn der Wähler ab jetzt hier einen richtig großen Einfluss bekommt. Also wie wär's, wir wählen einfach direkt die EU-Kommission, die dann halt die Gesetze vorschlägt. So wie es nämlich sein soll, wir wählen unseren direkten Gesetzgeber. So. Es gibt auch Richtungen, oder Dinge, die eingeführt wurden, die in so eine Richtung gehen. Zum Beispiel die EU-Bürgerinitiative. Selbst da, du musst 1 Million Unterschriften sammeln, du musst das aus mindestens einem Viertel aller Mitgliedsländer schaffen und das in einem Jahr und es ist nicht mal verpflichtend. Also die EU-Kommission könnte dann sogar sagen so, nö, kein Bock, machen wir nicht. Es ist aber nicht der Fall in der EU und der EU-Kommission kann das auch relativ egal sein, weil dieses System, wo die Wähler so wenig Einfluss haben, wie sie ihn haben, hat eigentlich richtig gut funktioniert in der Daseinsgeschichte von der EU. Warum ist das so? Und jetzt kommt der spannende Teil an diesem gesamten System. Es gibt nämlich von Anfang an, wo die EU gegründet wurde, gibt es zwei, man könnte sie Vereinigungen, Gruppen, wie auch immer nennen, die richtig fetten Einfluss auf die EU-Kommission und auf die Gesetzbildung halt haben. Das ist der ERT und der AMNE. Und jetzt wird es halt richtig kacke in dem ganzen Ding. Der ERT ist der European Roundtable of Industrialists. Man könnte im Grunde sagen, die 50 größten Kapitalisten oder Firmenchefs in der EU. Die haben sich zusammengesetzt von Anfang an und überhaupt die Grundideen der EU versucht durchzusetzen. Das zweite ist, die AMNE ist die Association of Monetary Union of Europe, im Grunde die Bankenlobby der EU. Was ist die EU eigentlich im Endeffekt? Wofür wurde sie gegründet? Als großer Binnenmarkt, also als Währung, als Wirtschaftsunion und als Währungsunion. Weil, wenn du keine Grenzen hast, wenn du eine einheitliche Währung hast, bringt vor allem zwei riesen Vorteile für unsere kapitalistischen Freunde hier. Erstens, im Grunde unbegrenzter Wachstum und zweitens, eine bessere Konkurrenz auf dem Weltmarkt gegenüber Amerika und China zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, wo ist eigentlich die Demokratie hier? Wir wählen weder unseren direkten Gesetzgeber, noch ist es durchsichtig, wie eigentlich tatsächlich diese Gesetze dann gemacht werden. Die Kommission und vor allem die Präsidentin der Gesetzgebung wählen wir ebenfalls nicht selber. Und das EU-Parlament kann man im Grunde überspringen und eigentlich die Kommission auch durch direkte Dinge irgendwie versuchen zu beeinflussen, durch Bürgerinitiativen oder Vorschläge für Gesetze. Das heißt, unser Gesetzgeber verneigt sich dann irgendwie höflichst vor der EU-Kommission und sagt, bitte, könnt ihr nicht irgendwelche Ideen, die wir haben, vielleicht, wenn es euch gerade passt, irgendwie durchbringen oder wenn es euch gerade nicht irgendwie groß stört, wenn es keine Umstände bereitet. Und vor allem in diesem Trilog hier spielen die Bürger keine Rolle. Absolut ohne den Einfluss von deiner Stimme. Und jetzt kannst du natürlich überlegen, welche Parteien setzen sich eigentlich dafür ein, dass das Ding hier so bestehen bleibt? Welche Parteien sorgen dafür, dass das Ding sogar noch undurchsichtiger wird und halt die EU hier irgendwie noch größere Macht bekommt, zum Beispiel mit einer eigenen EU-Armee auch noch oder krasseren Durchsetzung, einer schnelleren Durchsetzung irgendwie von bestimmten EU-Regeln, die dann auf einzelne Länder oder Interessensländer, die gerne dazukommen wollen, in diesen freien Markt hier dazukommen wollen, ne? Was die für Regeln für diese Leute im Grunde draufsetzt oder ob man Parteien wählt, die halt das Ganze aus der Hand von den Kapitalisten eben wegnehmen wollen. Und ding, 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 mein typisches Ding am Ende. Was denkt ihr, welche Partei ich wählen werde, die dieses ganze undurchsichtige Netz, wo meine Stimme relativ wenig Einfluss drauf hat, durchbrechen möchte? Richtig, Linke. Wählt die Linke, damit ihr tatsächlich demokratisch mehr Einfluss habt auf dieser ganzen EU-Ebene, damit eure Interessen und nicht die Interessen von kapitalgetriebenen Unternehmenschefs und Profitgier irgendwie darüber bestimmt, was in der EU für Gesetze gemacht werden oder nicht. Also wählt die Linke. Linke.